Hallo zusammen. Heute habe ich ein Auto, was vor allem für die ein oder anderen Familienväter, Businessleuten, Pendler und vielleicht den ein oder anderen Fußballtrainer interessant wird. Was ich heute dabei habe, V300. Mein Name ist Dominik Wegotz, euer Produktexperte bei Abel und Ruf. Bitteschön. Zum Herzstück des Fahrzeugs gelangen, den Innenraum, möchte ich ein paar technische Daten noch bekannt geben. Einmal ist das ein V300 Diesel, leistet 239 PS, gekoppelt an eine 9 Stufen Wandlerautomatik. Das Fahrzeug ist in der mittleren Ausbaustufe, sprich in der langen Version. Das Fahrzeug gibt es in der kurzen Version, lang und eben extra lang. Unserer, eben in der mittleren, hat eine Länge von 5,14 Meter, hat ein Kofferraumvolumen von 1030 bis sage und schreibe 4630 Litern und das Fahrzeug kann man mit acht Plätzen belegen. Zwei Stück davon, wie ich es anfangs schon gesagt habe, wenn man zwei Stück davon bestellt, hat man eine ganze Fußballmannschaft zusammen. Ansonsten für jeden Pendler, für jeden Geschäftsmann, der doch hin und wieder mal vielleicht einen Kollegen mitnimmt, ist das Auto definitiv das Richtige. Zum anderen, worauf ich persönlich ein bisschen stolz bin, ist einmal die Farbe. Hyazinthrot nennt sich die Farbe und gerade bei dem Kaiserwetter, was wir heute erwischt haben, kommt es richtig gut zur Geltung. Und ich habe euch natürlich am Anfang versprochen, wir schauen uns den Innenraum an und das machen wir auch jetzt. Und hier wären wir auch schon im Innenraum angelangt. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier leicht wie auf dem Sofa, also übertrieben bequem und gelungen. Also ihr könnt mich richtig gut vorstellen, wirklich 2 bis 10 Stunden lang auf der Autobahn zu verbringen. Ansonsten Mercedes-typisch, man kennt sich hier aus, total aufgeräumt. Hier habe ich die komplette Bedienanleitung für die Klimaautomatik bzw. auch für die Standheizung, die ich mir individuell anpassen kann. Was das Fahrzeug nicht hat, ist das MBUX-System. Das wiederum wird der elektrische V-Klasse haben, was ich euch auch demnächst vorstellen werde. So viel kann ich schon mal verraten. Ansonsten haben wir hier das NTG 5.5 verbaut, was dennoch total ausgereift ist. Also jeder, der schon mal einen Mercedes gefahren ist, wird sich hier direkt wohlfühlen und sich auskennen. Und für die Leute, die es nicht kennen, für die sollte es auch kein Problem sein, weil das ist wirklich intuitiv zu bedienen. Also ich habe hier meinen Dreh- und Rückstellknopf. Geht super easy. Ich weiß immer direkt, wo ich bin. Und ansonsten, also vorne fühle ich mich total wohl. Und das eigentliche Highlight ist dort, wo mein Kameramann jetzt eigentlich sitzt. Das werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Und hier wären wir auch schon im hinteren Bereich. Gerade hier merkt man auch, dass die hinteren Passagiere ordentlich an Platz zur Verfügung haben. Und Komfort darf natürlich auch hinten nicht fehlen. Zum einen fängt hier an, dass wir eine optionale Kühlbox haben. Also wir haben hier 2 Getränkehalter, die man eben separat kalt und warm stellen kann. Man hat in der Mittelkonsole noch eine separate Kühlbox, die ist ebenfalls zum Warm- und Kaltstellen. Da kann man zum Beispiel sein Softdrink reinstellen oder eben die Abel und Ruf Getränke oder Wasserflasche. Ansonsten können die hinteren Fahrgäste auch mit diesem kleinen Panel hier oben die Temperatur und die Belüftung einstellen. Hier haben wir überall kleine Luftauslässe, wo eben auch die Temperatur angepasst werden kann. Und mein persönliches Highlight ist natürlich dieser Tisch hier. Und zwar kann ich mir hier den rauslegen und in einer kurzen Rast beispielsweise meine Pause machen, essen oder eben meine kurzen E-Mails durchchecken. Der Tisch hält auch einiges aus, wie ihr seht. Also ich kann mich hier ordentlich drauflehnen. Also ein Laptop, gar kein Problem. Zum Laden haben wir auch etliche 12-Volt Steckdosen und auch USB Stecker verbaut. Also da sollte auch definitiv für jeden das Richtige da sein. Ansonsten gibt es hier noch die dritte Sitzreihe. Das sind natürlich auch für die Leute, die etwas größer sind, gar kein Problem hinten zu sitzen. Man kann das Ganze auch natürlich vor und zurück schieben.
Also das ist auch gar kein Thema. Wie ihr seht, man kann hier einiges machen. Ich könnte das Video auch noch 2 Stunden länger drehen. Aber jetzt liegt es an euch. Das Teil kann man hier Probe fahren an einem von unseren 3 Standorten. Die Nummer dazu blende ich euch mal hier unten ein. Und solltet ihr noch Fragen haben, gerne kontaktieren. Unsere Verkäufer stehen für euch bereit. Ich stehe für euch bereit. Und bis dahin, Servus und Ciao, euer Donny.